Alljährlich zieht die Hockenheim Classics etliche Zuschauer ins badische Motodrom, die hauptsächlich als Motorradveranstaltung bekannt ist. Verschiedenste Motorradklassen und Baujahre bringen die Teilnehmer in Hockenheim an den Start. Das prall gefüllte Fahrerlager zeugt von der Beliebtheit der Veranstaltung auch bei den Teilnehmern. Von verschiedensten Solomaschinen bis hin zu den Seitenwagen ist alles vertreten. Mit dabei seit einigen Jahren auch die GLP Pro Serie, die mit den Klassen der Tourenwagen und GT-Fahrzeuge die Zuschauer zu begeistern weiß, sowie das volle Feld der Formel- und Sportwagen. In der GLP Pro Formelklasse mit dabei sind die Schweizer René Heberlin und Rolf Kessler, die mit ihren Formel Ford 2000 und Formel Ford 1600 an den Start gehen. Beide setzten bei den Hockenheim Classics 2023 ein Zeichen, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft. Rolf Kessler fuhr einige Jahre Motorradrennen und stieg 2022 erstmals in einen Lola Formel Ford 1600. René Heberlin fuhr lange Zeit in der Schweiz Bergrennen und Rennslalom, bevor er den Formelsport für sich entdeckte. Wir setzen hier zum ersten Mal auf Synfuel. Das ist ein 85% CO2-freier Treibstoff, aus Bioabfällen gewonnen. Wir wollen ganz bewusst ein Zeichen setzen und da aktiv zeigen, dass man auch klassischen Rennsport mit nachhaltigem Treibstoff fahren kann, ohne irgendwelche Änderungen am Fahrzeug. Das fährt einfach so, wie es auch mit normalem Treibstoff fährt, weil wir wollen ja auch noch in 10 Jahren unserem Hobby frönen und genießen hier eine super coole Zeit zusammen mit besten Motorsportfreunden. Wir sind hier an der Hockenheim Classic und bin heute das 5. Mal in diesem Auto gesessen. Und es macht wirklich riesen Spaß, mit einem solchen Formel Ford hier über die Strecke zu rasen. Und ich bin wirklich noch am Lernen. Also heute habe ich von morgens zum Nachmittag 12 Sekunden gut gemacht, auch dank unserem Mechaniker, der das Auto gut eingestellt hat. Und wo ich besonders stolz bin hier, ist, dass wir das erste Mal mit Synfuel fahren. Das ist zu 85% CO2-neutral. Wir wollen mit dem Zeichen setzen, dass man den Motorsport nicht verbietet, sondern dass der seine Daseinsberechtigung hat. Und auch mit neuen Technologien beweisen, dass man bestehende Motoren nicht wegschmeißen muss, sondern die weiter betreiben und mit gutem Gewissen auch fahren darf. Es ist ein Riesenspaß hier mit dem ganzen Team und ich freue mich auf morgen. Ich bin immer noch am Lernen und hoffe, ich werde jeden Tag schneller. Und es macht wirklich viel Spaß. Ich freue mich,
dass wir hier sein dürfen und wünsche allen, die die Gelegenheit haben, hier am Hockenheim Classic als Zuschauer zu sein oder wie auch immer oder selber fahren, viel Spaß und ein unfallfreies Wochenende. Dankeschön.